Bonsoir. Je m'appelle Jacqueline Dark und ich habe einen großen Traum, ganz ehrlich. Ich fühle mich ein bisschen wie eine Biene, doch, so quer gestreift. Ich fühle mich ein bisschen wie eine Biene, doch, so quer gestreift. Und jetzt kommen wir. Erstmal da. Ich fühle mich ein bisschen wie eine Biene, doch, so quer gestreift. Und jetzt kommen wir zum Call to Action, no? Schreib sie mir. Bitte, schreib mir die Geschenke, die auf deiner Reise gelauert haben oder lauern könnten. Das wird viel zu tun. Mon Dieu. Ah, mon Dieu, da muss man wahrscheinlich rausschneiden und reinschneiden. Oh, jetzt schlägt der Uhr. Ich warte, bis der Uhr geschlagen hat. Also, ja, nur schlägt noch einmal. Gut, dann habe ich schon fertig gewartet. Ich dachte mir, ich werde immer zittern vor Angst. Das tue ich auch. Also, wenn ich dran denke, dass ich das jetzt dann öffentlich machen soll, puh! Es geht jetzt um Literatur, um große deutsche Literatur, zusammen mit Musik, mit großer klassischer Musik. Bist du bereit? Ich bin bereit. Es ist von Erich Kästner und heißt Nachtgebet eines Kammervirtuosen. Du meine neunte, letzte Sinfonie. Wenn du das Hemd anhast mit rosa Streifen. Ich fühle mich ein bisschen wie eine Biene, ne? So quer gestreift. Ich möchte dich in alle Winde schrecken. Du meiner Seele. Drei gestrichenes O. Ich habe heute mein erstes Tanztraining hinter mir gebracht. Also wäre ich noch mal ein kleines Mädchen, ich würde anfangen zu tanzen. Jetzt vielleicht nicht immer Ballettzeug, nur das ist. Eine meiner Lieblingsideen ist von Erna Hülz. Die ist selber so eine Positionierungsguru. Also wenn ich klein wäre, ich würde gleich noch mal losziehen und Tänzerin werden und Sängerin und solche Sachen. No. Wobei eigentlich, wenn ich genauer darüber nachdenke, eigentlich bin ich noch klein genug. No? Dann ist Erna genau die Richtige für euch, wirklich wahr. Und die hatte die Idee, du könntest VIP-Coachings geben, ne, für Leute, die auf der Bühne brillieren wollen. No, das kann also ich. Also, oder Monsieur Gaston, das können sich, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil das können sich die Leute dann aussuchen, ne? Wollen sie lieber mit sympathischen Blondinen abhängen oder mit grießcremigen kleinen Zauberkünstlern? Das ist dann die Frage. Und sagst so, boah, das mache ich. Ich jetzt hier mal so, boah. Ne? Das ist quasi Marktforschung, sagt man da auf Neudeutsch, ne? Man muss rauskriegen, was will der Markt. Und der Markt, das bist du. Ich kriege vom Singen und vom Tanzen, ich kriege Fröhlichkeit. Nicht, weil ich gut bin. Ich habe noch nicht ein Lied, denn ich habe noch keine große Bühne und drittens, ich kann eigentlich überhaupt nicht singen. Das konnte ich am besten. Kopf rechts und links. Aber Maria und Heinrich haben gesagt, das ist überhaupt kein Problem, fangen wir auf der kleinen Bühne an. Wir geben dir irgendein Lied und ob du falsch singst oder nicht, merken nur wir, dass das nicht. Soll ich euch was sagen? Ich liebe den Heinrich. Wenn der Herrgott nicht will, nutzt das gar nichts. Schrei nicht rum, sei nicht dumm, sag es war nichts. So war's immer, so bleibt es für ewige Zeit. Einmal oben, einmal unten. Einmal Freund, einmal wenn der Herrgott nicht will, nutzt es gar nicht.
so wie ich bin. Ne? Also, weil Tanzen macht das auch. Ne? Oder auch Kämpfen. Ne? Kämpfen ist auch super. Letzte Woche war Corinna Endele bei mir. Ne? Und die hat, mit der habe ich gekämpft. Ne? Also, boah, und ich sage dir, die kann, die ist ein bisschen, weißt du, da muss man die mal reinhauen. Das mag die. Mhm. Ja, aber man trifft auch nicht. Weil wenn man wirklich treffen würde, und dann liegt man auf dem Boden und ist platt. Ne? Aber sie macht das sehr sanft. Also meistens.